meine Hübschen, meine Menschen, willkommen zu dieser neuen Folge F1 2021. Ich hab's getan, ich habe mir die Deluxe-Version doch gekauft. Und zwar ganz einfach über den PlayStation Store. Ne? Ihr braucht nur ganz einfach auf Startmenü, Item Shop, Store und dann könnt ihr automatisch dann dementsprechend die Deluxe Edition für 19,99 € kaufen. Ich habe auch den Podiumpass direkt wieder dazu gepackt, damit ich auch direkt die passenden neuen Lackierungen alle bekomme. Plus, man bekommt ja immer noch zwischendurch 2500 Credits, sage ich jetzt mal in der Hinsicht. Was sich auch immer wieder auffüllt. Je nachdem, wie weit ihr kommt, da kommen auch wieder 2500. Hier unten kommen auch wieder 2500. Also wenn ihr aktiv jetzt hierbei schon wieder mitspielt, seid ihr locker bei 7500 Credits. Ah, guck mal, hier kommt noch einer, also 10.000 Credits. So, ich habe ein bisschen in den My-Team-Modus reingeschnüffelt, ein bisschen. Aber ich würde mit euch gerne immer noch weiterhin bei dem Karrieremodus bleiben, weil mein Team mache ich halt für mich so ein bisschen. Und für die Let's Plays würde ich gerne die Breaking Point Edition weiterspielen. Und das werden wir auch hiermit machen. So, wir sind immer noch da geblieben, wo wir geblieben sind. Weiter. So, hier hatten wir, glaube ich, alles schon erledigt. Hatten wir auch schon durchgelesen. Richtig, für die nächsten hat das ja nicht mehr gepasst. Deswegen gehen wir ab zum nächsten Kapitel. Oh, Shiner. Lassen wir uns überraschen. Wir sind beim großen Preis von China und diese Strecke scheint sich immer mehr zu einem besonderen Platz für Neulinge im Feld zu entwickeln. Denken Sie nur an Alex Albon letztes Jahr und es scheint, als könnte Aiden Jackson diesen Trend in dieser Saison fortsetzen. Ja, der junge Fahrer wirkt diese Saison sehr vielversprechend. Und da kommt Ackermann, er liegt jetzt hinter seinem jungen Teamkollegen. Es gibt Gerüchte, dass es zwischen diesen beiden ein paar Spannungen gibt. Mal sehen, was passiert. Ackermann will's wissen, er geht innen rein in die Haarnadelkurve und drängt dabei seinen Teamkollegen von der Strecke. Was war das, Kasper? Was zum Teufel? Jackson mit argen Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Aiden, bleib am Ball, volle Konzentration. Dieser Kontakt mit dem Teamkollegen macht dem jungen Fahrer erhebliche Probleme. So schaut's aus, Heiko. Das Auto scheint nicht stark beschädigt zu sein. Er muss versuchen, wieder zurückzukommen. Los geht's. Nicht wundern, ich habe das Mikrofon ein bisschen lauter gestellt, weil ich habe gerade den Pegel gesehen, dass ich ein bisschen leise war. Das holst du wieder auf, Aiden. Das war nicht in Ordnung. Das war überhaupt nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Drecksacksau. Hol dir den 10. Platz zurück, bevor das Rennen vorüber ist. Komm, Norris, mach Platz. Na komm, jetzt machen wir den ERS rein. Geben wir dem mal keinen Windschatten. Aber er nimmt uns den... Ah ja, er hängt uns am Arsch mit seinem Windschatten. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Na gut, China ist auch ein bisschen her bei mir. Aber das kriegen wir hin. Welcher Platz bin ich? 13. Ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Wir wollen ja keinen wegdrängen, ne? Zumindest nicht absichtlich. Oh, das war zu viel.
Ach, geh da. Oh, 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 er war aber jetzt hier, also wirklich, also. Ah, jetzt war ich wieder zu gierig, Mann. Die Frage ist jetzt, wollen wir uns jetzt den Platz zurückholen? Ja, wir müssen, wir wollen wieder auf Platz 10. Heißt, wir wollen auch bei Ackermann zurück, an Ackermann vorbei. Wie viele Runden noch? 5. Den Krimmer, den Krimmer. Ja, wir wollen Krimmer sie alle. Magnussen, Elben. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Ich gebe mir Mühe. Ja, ganz sachte. Die Kurve hat mal in sich. Ich glaube, ich nehme die auch nie richtig. Das ist echt eine Kurve, mit der ich echt manchmal immer am Hakeln bin. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sehr schön. Das juckt wieder. Am Gesicht. Da müssen wir direkt wieder am Mikrofon kratzen. Ah, zu weit nach innen gewesen. Die muss man echt von außen nach innen sehr sauber nehmen. Oh, sorry, 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 sorry. Die nimmt man auch von außen. Freie Bombe mit Marzipan. Und zack, rein damit. Weil er ist nämlich gleich leer. Ach stimmt, Vettel ist ja noch 2020 bei Ferrari gewesen. Ich vergesse immer, dass wir noch 220er Zeit spielen. Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib das freut dran. Einen, das freut einen. Oh, oh, oh. Ah, das ging noch. Das geht noch. Komm, 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 komm. Gasly kriegen wir auf jeden Fall noch. Hoffe ich. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden. Ja, ist ja gut. Ich merke dann mittlerweile, ich bin ein richtiger Körbfahrer, ey. Ah, oh, noch gut gegangen. Hey, Leclerc könnten wir auch noch kriegen. Ich meine, wir haben eine gute Runde. Pol? Ach, Pol wird, glaube ich, nichts. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, war ein bisschen assi, gebe ich zu. Hat Leclerc auch gut zugemacht. Hallo? Oh,
Oh, endlich mal gut, ich krieg die Kurve. Oh, ich glaube, die Reifen werden langsam. Kann das sein, oder? Boah, geht aber noch. Achso, schon der ERS noch an. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,1 Sekunden. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,5 Sekunden. Nein. Oh. Jetzt hab ich aber Zeit verloren, ne? Warum fahre ich immer so weit da rein? Mein Gott. Ist die Scheiße empfindlich manchmal. Das ist mir bei 220 nicht so oft passiert. Aber bestimmt noch eine Einstellungssache. Ach, guck mal, wer da ist. Verstappen. Da vorne sind schon die anderen beiden. Er ist doch jetzt die letzte. Ah, Verstappen kriegen wir noch. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Dann müssen Hamilton und Bottas sein, genau. Ich glaube nicht, kriege ich die noch? Ich weiß nicht. Könnte gut klappen, wenn ich jetzt nicht so viel Scheiße baue. Ah, wieso muss der Körper jetzt dazwischen sein? Ein bisschen gedriftet, aber es geht. An Hamilton sind wir vorbei. Und Bottas kriegen wir jetzt in der Geraden. Perfekt. Kein Windschatten. Perfekt. Obwohl ein Leichen. Wer, der Sprit geht mir jetzt aus. Dann hast du mich aber hier liegen, ey. Oh, das war nicht gut. Absolut spitze. Wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Also, da gibt es schon mal einiges zu besprechen. Und dass die beiden Racing Point-Fahrer wieder kollidiert sind, ist kein gutes Zeichen. Das sieht bei den beiden noch etwas chaotisch aus, Heiko. Sie sind eben erst seit kurzem Teamkollegen. Dieser Reifenkontakt, hätte der vermieden werden können, Stefan? Ja, es sah ein bisschen so aus, als wollte Ackermann ein Zeichen setzen. Er hat Jackson hier nicht viel Platz gelassen. War das ein unheilvolles Vorzeichen? Ich hoffe nicht. Das war's von uns hier in China. Bis zum nächsten. Die heutige Leistung von Racing Point hat gezeigt, dass sie mit den Etablierten des Sports mithalten können.
Die Fahrer begeben sich soeben auf das Podest und die Reaktion des Publikums muss für sie unglaublich motivierend sein. Kapitel 2. Nach einer ereignisreichen Grand Prix von China gibt es immer mehr Spannungen bei Racing Point. Denn während eines aggressiven Überholmanövers des Veteranen gibt es einen weiteren Kontakt zwischen Jackson und Ackermann. Wobei ich mich jetzt frage, hätte ich jetzt Erster werden müssen? Oder, was wäre jetzt passiert, wenn ich der Zweite, Dritter gewesen wäre? Hätte sich also eine Story geändert? Ich denke mal nicht, weil ich finde, bis jetzt, die Story ist natürlich sehr strukturiert, was ich machen soll. Also soll zumindest C wieder Zehnter werden und. Also, ich denke mal, es wird sich nicht viel tun. Warte mal, wenn ich nach vorne gehe, wollte ich noch was nachgucken eben. Ja, so gefällt mir das besser. Ich denke mal, dass diese Story sehr strukturiert ablaufen wird. Von daher, lasst uns weiterhin überraschen. Kaspar, was sollte das bitte? Du hättest mich beinahe aus dem Rennen geworfen. Mit dem Manöver hätten wir beide in der Absperrung landen können. Kaspar, komm schon, Mann, du... Ich muss telefonieren. Kaspar! Ackermann! Mann, du kannst das Pay-TV abbestellen. Das hier ist um einiges unterhaltsamer. Ach, ich bitte dich, hast du nichts Besseres zu tun? Jetzt gerade? Nein. Und das hier will ich nicht verpassen. Ihr beiden, ihr seid wirklich wie Figuren aus einer grauenvollen Sitcom. Er wollte lieber Ricardo im Team haben. Das weiß jeder. Was meinst du? Die Fahrer reden viel. Und so auch Ackermann. Ja, in der letzten Saison. Ganz egal, mit wem er gesprochen hat. Er hat sich immer über dich beschwert. Hat versucht, deinen Vertrag zu verhindern. Er wollte keinen Anfänger. Oh, hat er das wirklich? Alle wissen das. Ist dir nicht aufgefallen, wie dich alle ansehen? Wir alle haben Mitleid mit dir. Du hattest nie eine Chance. Wenn du meinen Rat willst, zeig, dass er falsch lag. Bleib tapfer! Zum Teil ein Arschloch, aber irgendwo hat er wieder recht. Wir werden es ihm zeigen. Nach Kontakt mit Ackermann wieder gefangen. Was? Achso, wir haben wieder hier. Kann ich ja auch ranzoomen irgendwie? Ich finde das immer so hoch, Entschuldigung. Ah! Und schick mal, was kommt jetzt? Mom. Na super. Was will die Alte denn schon wieder? Hi, Mom. Hallo. Ich habe das Rennen gesehen und wollte mich mal melden. Was gibt's? Ich wollte dich nur loben, so wie immer. Oh, okay. Ich habe gesehen, was mit Kaspar passiert ist. Unglaublich, dass er keine Strafe gekriegt hat. Geht's dir gut? Alles in Ordnung. Und Kaspar? Was hat er dazu gesagt? Nichts. Er spricht nicht mit mir. Vielleicht solltest du es weiter versuchen, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Denk daran, was deine Großmutter immer gesagt hat. Bei Schlachten, die nicht gewonnen werden können, kämpft man am härtesten. Bin mir nicht mal sicher, ob das Sinn ergibt. Naja, egal was da los ist, lass dich nicht verrückt machen. Und ruf mich später an, okay? Okay. Mach ich. Machen wir mal, machen wir. Immer noch Spannung bei Racing Point. Erneuter Zusammenstoß von Jackson und Ackermann. Elzige Gemüter bei Racing Point. Nach einer Zwischenfall, bei dem Casper Ackermann und Aiden Jackson sich ein Rad-an-Rad-Duell lieferten. Es handelte sich... scrollen kann ich nicht. Es handelte sich eindeutig um ein Aufeinandertreffen zweier starken Egos. Ackermann hat klar versucht, seinen Teamkollegen zu überholen, was dazu führte, dass beide mit den Rädern zusammenstießen, zum Glück keinen Schaden genommen. Und die Folgen waren katastrophal. Nach dem unglücklichen Kontakt war Ackermann zunächst in einer deutlich besseren Lage und konnte weiter davon brechen.
Doch Jackson zeigte ebenfalls Mut und Entschlossenheit und die Verbissenheit dieses jungen Fahrers hat ihm letztendlich ermöglicht, seinen Teamkollegen, den fliegenden Holländer, zu überholen und vor ihn ins Ziel zu kommen. Es ist unbestreitbar, dass nachdem er so stark wieder ins Rennen zurückgekommen ist und trotzdem Feindseligkeit seines Teamkollegen übertroffen hat. Aiden Jackson, sich einen Ruf als der neue Name, der in der Formel 1, F1, in aller Munde ist, sichern könnte. Sehr schön. Neue Post, da gucken wir doch mal rein, oder? Guck ich gerade rein? Ah ja. Jackson muss begreifen, dass er jetzt mit den großen Jungs fährt. Er darf sich nicht einfach so rumschubsen lassen. Mhm. Hat er eben recht. 36.400 Follower. Was? Aston Martin? Damit habe ich nicht gerechnet. Sind die nicht gestern erst zu Racing Point geworden? Ich liege Ackermanns aggressiven Fahrstil. Könnte mein neuer Lieblingsfahrer sein. Die Fahrer von Racing Point führen sich auf wie kleine Kinder. Aber gut, dass Jackson zurück ins Rennen gekommen ist. Oh, gucken wir mal, was die E-Mails sagen. Kurzes Update. Nur ein paar Dinge, die ich schnell rüberschicken wollte. Das Restaurant, okay. Nimm bitte Bescheid, weil es die Nachbesprechung heute Abend wurde um 20 Uhr verschoben. Was viele von euch schon länger gewusst haben, wurde in die Presse mit weitergegeben und ist offiziell. Das BWT Racing Point F1 Team wird ab der Formel 1 Saison 2021 Aston Martin Cognizant Formula One Team heißen. Ich möchte mich persönlich bei allen dafür bedanken können. Ja, hoffentlich kommen wir dabei rum. So, wir haben jetzt 22 Minuten, haben wir jetzt intensiv unser Rennen gefahren. Wir haben jetzt schon die E-Mails soweit durch. Anruflisten brauchen wir auch nicht mehr. Wir holen so Belohnung mal eben ab. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Das werden jetzt, denke ich mal, ziemlich kurze Folgen sein. Wir werden immer ein Kapitel nach dem anderen spielen, weil direkt auf zwei Kapitel reinzuballern, wird zu viel sein, glaube ich. Und das wird auch... wird nicht schön. Bin ich ehrlich. Ich bedanke mich trotzdem, dass du mir eingeschaltet hast und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei F1 2021. Du darfst mir gerne ein Abo da lassen, schreib in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.